Die beiden Let's Dance Profis Christina Henny und Christian Polans kritisieren einen Aspekt an der neuen Let's Dance Staffel. Wie fühlt sich Let's Dance eigentlich an, wenn man nicht selbst über das Tanzparkett schwebt? Diese Erfahrung dürfen gerade zwei echte Fanlieblinge der Tanzshow machen. Denn sowohl Christina Henny als auch Christian Polans sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in diesem Jahr nicht bei der RTL-Tanzshow dabei. Das hindert die beiden aber nicht, über ihre liebste Nebenbeschäftigung zu sprechen: das Tanzen bei Let's Dance. Das tun die beiden jetzt auch gemeinsam im Let's Talk About Dance Podcast, in dem sie natürlich auch über die erste Show von Let's Dance 2024 ausführlich quatschen. Neben viel Lob beispielsweise für die Eröffnungschoreografie in der Willkommensshow äußern die beiden aber auch scharfe Kritik, und zwar an einer großen Neuerung der RTL-Tanzshow. Christina Henny, Christian Polans Kritik am neuen Look des Studios. Konkret geht es nämlich um das neue Tanzstudio von Let's Dance. Das wurde für die neue Staffel zwar nicht komplett verändert, aber in fast jedem Element überarbeitet und modernisiert. Die kleinen und großen Veränderungen entgehen natürlich auch den geschulten Augen der Let's Dance-Stars nicht wirklich, die nicht nur positive Sachen über die Änderungen der neuen Staffel zu vermelden haben. Für Christina Henny stand vor allem die Farbe Rot als Synonym für Let's Dance. Mit dem neuen Studio hat sich das aber komplett verändert. Ich muss sagen, ich brauche noch ein bisschen, um mich an das Gold zu gewöhnen. Es ist für mich sehr ungewohnt. Es verändert auch die Lichtstimmung. Die Kostüme sehen im Kontrast anders aus. Die Hautfarben wirken anders, so die 34-jährige Profitänzerin, die in diesem Jahr aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft aussetzen muss. Auch Christian Polans gefällt zwar generell, dass das Studio etwas offener und einladender wirkt, weil sich die Tanzfläche deutlich größer anfühlt und die technischen Features deutlich hochwertiger sind, aber vermisst auch den alten Farbton des Studios. Das Gold, ich bin nicht sicher, ob man sich daran irgendwann satt sieht. Das ist das einzige Gefühl, das mir beim Gold kam. Ansonsten haben die beiden aber überwiegend Lob für die neue Staffel von Let's Dance übrig, auch bezüglich der diesjährigen Profi-TänzerInnen.